früher morgen im Hauptbahnhof München. Das ist unser Zug ins Allgäu. Umsteigen und weiter geht's. Ganz schön neblig. Wir haben Sieg im Allgäu erreicht. Wir machen uns auf den Weg durch Sieg. Ein wunderschönes Kreuz. Was ist das? Ein wirklich hübscher Ort. Und schon haben wir die Kirche St. Ulrich erreicht. Eine wunderschöne Kirche, nur leider wird sie gerade renoviert. Unterhalb von St. Ulrich befindet sich dieser Schwan. Hier kann man bei schönem Wetter Vögel beobachten. Aber heute ist da wohl nichts los. Und jetzt beginnt die Fünf-Seen-Wanderung. Sehr hübsche Kühe. Sonnenblumen. Und viele verschiedene bunte Blumen am Wegesrand. Der typische Allgäu-Sound. Und weiter geht's auf der Fünf-Seen-Runde. Ein schönes Spinnennetz. Das, glaube ich, ist Moorwasser. In einiger Entfernung können wir den Segersee sehen. Ein hübscher kleiner Ort mit einem Kirchlein, ein wunderhübsches Pferd. Sehr schön rote Äpfel. Der Nebel lässt nach. Eine hübsche kleine Marienkapelle. Gottesmutter Maria, bitte für uns. Und weiter geht's. Die typische Allgäuer Landschaft. Hier machen wir mal Pause. Natürlich haben wir hier auch eine wunderschöne Aussicht. Die nächste Etappe. Vorbei am Trollweiher. Viele Kühe. Die Kuh hat eine Kugel am Horn, das habe ich auch noch nicht gesehen. Und das ist der Luimoser Weiher.
ein hübsches Kälbchen. Und da ist schon der Schwaltenweiher. Ein Stückchen an der Straße entlang. Goldhasen, interessanter Name. Das ist immer noch der Schwaltenweiher. Ah, das ist Goldhasen. Eine hübsche Kapelle am Wegesrand. Auch mal ein kleines Stückchen durch den Wald. Hier sind viele Pferde. Wunderschöner Glockenklang. Die Heimkehrerkapelle. Wir sollten niemals vergessen, was die Menschen damals alles mitgemacht haben. Wunderschöne Tiere. Jetzt noch ein Stückchen durch den Wald. Über eine Kuhweide. Das habe ich auch noch nicht gesehen. An diesem Baum hat nur ein Ast bunte Blätter. Blick auf die zwei Segerseen. Den einen davon haben wir schon am Morgen gesehen. Und hier kommt schon Seeg in Sicht. Damit haben wir unsere 5-Seen-Rundwanderung abgeschlossen. In Seeg suchen wir uns einen guten Platz, um den Viehscheid zu beobachten.
Und jetzt durch den Ort zum Festzelt. Gleich sind wir da. Um die Almherde hat sich eine große Menschenmenge gebildet. Am Nachmittag werden die Tiere an ihre Besitzer verteilt. Und jetzt runter zum Festzelt. Eine Menge hübscher Geschäfte. Ja, und das Festzelt ist sehr gut besucht. Ein gutes Bier, Kesselfleisch und sanfte Musik. Zwischendrin müssen wir natürlich den guten selbstgemachten Kuchen probieren. Schön war's, aber jetzt müssen wir uns wieder auf den Weg machen. Und jetzt geht's zum Bahnhof, der ist Gott sei Dank nicht weit. Und da kommt schon unser Zug. Der Zug ist überraschend leer. Eine schöne Fahrt nach Kaufbeuren. Und da haben wir Kaufbeuren auch schon erreicht. Durch den Stadtpark. Richtung Innenstadt. Das Rathaus. Und gegenüber dem Rathaus gehen wir die Kaiser-Max-Straße entlang. Der Neptunbrunnen und die evangelische Dreifaltigkeitskirche. Beeindruckend. Kaufbeuren zum Anfassen. Das Geburtshaus von Ludwig Ganghofer. Die katholische St. Martinskirche. Beeindruckend. Auch die Seitenaltäre sind wunderschön. Das Puppentheatermuseum, das Jörg Lederer Haus und jetzt ein Stückchen den Berg hinauf. Ein hübscher Blick auf die Stadt. Noch ein paar Meter weiter
und wir erreichen den Hexenturm. Auch vom Hexenturm hat man einen wunderbaren Blick auf Kaufbeuren. Und zurück Richtung Fünfknopfturm. Am Fünfknopfturm ist heute gerade ein Fest. Und noch einen zweiten, genaueren Blick auf den Fünfknopfturm. Zu einem Fest gehört natürlich gute Musik. Alphornbläser, aber mit Blechinstrumenten. Bevor es weitergeht, noch eine kleine Stärkung. An der Stadtmauer entlang. Und das ist die Blasiuskirche. Hinter der Kirche steht der Blasiusturm. Auch von hier aus ein Blick über die Stadt. Und dann geht es wieder hinunter. Hallo. Die Klosterkirche, das ist die Grabkirche der heiligen Crescentia. Eine hübsche Kirche. Und hier ist das Grab der heiligen Crescentia. Sie wurde im Jahr 2001 heilig gesprochen. Ein wunderschöner Klosterberggarten. Trinkwasser. Der Tänzelfestbrunnen. Das Zollhäusel. Und das ist das Geburtshaus der heiligen Crescentia. Und weiter geht's. Dieser Wehrturm heißt Sivollenturm. Wir machen uns auf den Rückweg zum Bahnhof. Durch den Stadtpark. Und hier ist auch schon unser Zug zurück nach München. Wir sind jetzt noch eine Stunde unterwegs und wünschen allen einen gesegneten Abend.